Hallo zusammen, hi everyone. Jetzt möchte ich mal wieder ein Video machen für alle die, wo mit dem Medium vom Bösen arbeiten. Na? Today I make a video for the people that works with medium classy from Bösen. Okay. Ich weiß noch nicht genau, was ich mache, ob ich jetzt eine Swipe- oder Spachteltechnik mache. No, no. Yeah, I make a palette knife technique or swipe technique. Not surprised. Also lasst euch überraschen. Mal sehen, was rauskommt. Ich habe einen Keilrahmen vorbereitet mit 20 auf 20 cm. I have a canvas with 20 to 20 cm. And my colors are titanium white, red, blue, yellow and green. Titanium White is from Basics Liquid Hex and the rest of the color are from Golden. And I write this on the description, the name of the colors. Also, ich habe Titanium Weiß von Liquid Hex Basics und die restlichen Farben, also Rot, Blau, Gelb, Grün, sind von Golden. Und ich schreibe euch aber auch die genaue Bezeichnung wieder in die Beschreibung unten rein. Dann könnt ihr es nachlesen. Okay, also ich schaue mal, ob ich jetzt eine Swipe-Technik mache oder mit dem Spachtel. Ich lasse mich da immer ein bisschen offen. Aber ich denke mal, es wird wieder gut und ich hoffe, euch gefällt es. I hope it was good and you like it. Okay, dann lasst uns starten. Was ich noch mache, Silikon in die Farben, also nicht ins Weiß. I do it silicone in the colors, not in the white. Okay. Mix it a little, also ich rühre ein bisschen um. Okay. Dann fangen wir an. Who started? Denk mal noch ein bisschen mehr grün. I think a little more green. Okay, das ist genug. Zinn nach. Und jetzt das Weiß. Now the white. With no silicone, also mit keinem Silikon. Ich mache das Weiß außen rum. Make the white out there. The outside. Okay. So. Das ist ja mein Tool. Also mein, im Prinzip eigentlich für die Dusche abwaschen. For the bathroom. You can clean the glass. Gibt es überall im Baumarkt. Okay. Ich mache die Kanten noch zu. Make it a corner in the edges. Gut.
Dann schauen wir mal, Velux. War das Zink? Wait. Ich nehme, glaube ich, erstmal den kleinen Spachtel. Read a small palette knife. Okay. Nun swipe ich einfach drüber. Er swipet. Okay. Nur noch mal von der anderen Seite. Now from the other side. Und ich denke, jetzt mache ich noch mal von der anderen Seite. Now from the other side. Und das letzte Mal von der anderen Seite. Da haben wir alle durch. But not least from the other side. So. Ich mache die Ecken noch ein bisschen weiß. Make the edges white. Edge. Better. Okay, dann hole ich meinen Heißluftföhn. I bring my heat gun. Make it a low step, also die kleinste Stufe. Bearbeiten wir das, Entschuldigung, bearbeiten wir das noch ein bisschen mit dem Spachtel. We works a little more with this palette knife. Don't like this area. Diese Stelle gefällt mir nicht so gut. That's okay.
Ja, das ist doch schon gut, oder? Ich lasse es jetzt auch so. I like it. That's good. But I think the little, the middle. I don't like the middle. This area. Die Mitte mag ich noch nicht ganz so. Da muss ich jetzt mal schauen, was ich noch mache. Hol ich mal meinen kleinen Spachtel. Oops. Bring my little palette knife. Okay. Gut. Also ich lasse das jetzt so, mir gefällt es. Ich vielleicht noch kurz mit dem Heißluftföhn drüber. A little with the heat gun, too. That's okay. Also das ist richtig gut geworden. I like it very well. Very well. Ja, genau. Gut, ich zeige es euch wieder von nahem. Und ich hoffe, euch hat es gefallen. You can see it from near. And I hope you like it. I like it very well. Nice house. Also schöne Zellen. Ja, yeah, it's okay. Also, dann bis gleich. See you. So, ich bin zurück. I'm back. Jetzt schaut euch mal das schöne Bild an. Look the very nice picture. Nice cells. Nice Pixels, also schöne Zellen und auch schöne große Zellen dabei. Das ist halt das Medium. That's the Medium. I like das Medium. Und vor allem, wenn es getrocknet ist, bleibt es eigentlich auch so. When it dry, stand it so. How you see that? Powerful, sorry. Powerful Colors, also wunderschöne Farben auch, finde ich. Gut, dann hoffe ich, dass es euch wieder gefallen hat. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. I hope you like it and thanks for watching and see you next time. Also, und dann sehen wir euch das nächste Mal. Bis dann, tschüss. We'll be right back.